Spürt ihr das auch? Ha! Kinderkram! Hund hetzt und seine Lakaien auf den Hals. Das war ja zu erwarten. Baratheon! Dein kleines Attentat ist leider fehlgeschlagen. Aber ich wäre auch etwas enttäuscht gewesen, wenn du gar nichts unternommen hättest. Sei dir gewiss, dass es nicht mein letzter Versuch gewesen sein wird. Du bist eine Gefahr für Nehrim und alle Menschen, die hier leben. Ich spüre doch, wie du vor Angst zitterst, weil du weißt, dass dies die letzten Tage deines Lebens sind. Deine Worte sind nur leere Hüllen. Schweigen. Genau diese Antwort habe ich erwartet. Eigentlich hatte ich vor, den Weg zum Tempel zu Fuß zu beschreiten, um meine ersten Schritte in Freiheit genießen zu können. Doch wenn uns nun alle Nase lang diese Stümper auflauern, können wir uns da sperren. Ich bringe uns in die Nähe des Tempels. Los, folgt mir. Ich war schon einmal hier. Die Gänge sind so angelegt, dass man nur zu zweit eine Chance hat bis zur Halle des Seelenschind. Danach sind wir aufeinander angewiesen. Wir müssen uns gegenseitig den Weg freimachen. Nehmt den rechten Weg. Hier ist eine verschlossene Tür. Schaut euch auf eurer Seite um. Exzellent. Ist dort irgendwo ein Schalter? Hier ist ein weiterer Schalter. Wartet kurz, ich betätige ihn. Jetzt können wir beide weitergehen. Schaut hoch! Seht ihr mich? Seht euch den Raum genau an! Ihr müsst herausfinden, wie man den Mechanismus aktiviert, der die nächste Tür öffnet.
Dort ist ein Schalter. Betätigt ihn, damit auch ich weitergehen kann. Dieser Kristall sieht wichtig aus. Nehmt ihn besser an euch. In Ordnung, ich öffne euch die Tür. Hier auf meiner Seite ist auch solch ein Kristall. Ich nehme ihn mit. Ah, die große Kaverne. Bei euch müsste sich der erste Schalter befinden. Sehr gut, da ist die Brücke. Eine Sekunde, gleich könnt ihr weiter. Nun seid ihr wieder dran. Diese Zugbrücken sind an einen Zeitschalter gebunden. Ich denke nicht, dass ihr schnell genug seid, um rechtzeitig rüberzukommen. Aber seht ihr dieses Gebilde dort an der Wand? Wenn ihr es aktiviert, indem ihr es mit einem Pfeil trefft, wird es euch hilfreich sein. Los, schnell jetzt!
Das ist der richtige Weg. Wir kommen dem Schwert immer näher. Verdammt noch eins, ich bin eingeschlossen und... Was ist das? Gas. Hier strömt Gas rein. Findet den Schalter für die Tür. Bei meiner Seele, findet den Schalter, schnell! Verdammt noch eins, ich bin eingeschlossen und... Was ist das? Gas. Hier strömt Gas rein. Findet den Schalter für die Tür. Bei meiner Seele, findet... Verdammt noch eins, ich bin eingeschlossen und... Was ist das? Gas. Hier strömt Gas rein. Findet den Schalter für die Tür. Bei meiner Seele, findet den Schalter, schnell! Das war in allerletzter Sekunde. Bleib sofort stehen. Keinen Schritt weiter. Bleib sofort stehen. Keinen Schritt weiter. Diese Kammer mag leer aussehen, aber das ist sie nicht. Wenn ihr nur einen falschen Schritt macht, seid ihr tot. Ich kann von hier oben aus die magischen Fallen sehen. Schließlich weiß ich zur Genüge, wie man Magie anwendet. Also, haltet euch an meine Anweisungen, wenn ihr hier lebend durchkommen wollt. Am besten, euer Blick bleibt immer nach vorn gerichtet und ihr geht nur nach links, rechts, vorne oder hinten, wie ich es euch sage. Schaut ihr euch zu viel um, könntet ihr die Orientierung verlieren. Also wagen wir es. Geht als erstes nach links und schaut immer in dieselbe Richtung. Geradeaus. Nach rechts. Am besten, euer Blick bleibt immer nach vorn gerichtet und ihr geht nur nach links. Also wagen wir es. Geht als erstes nach links und schaut immer in dieselbe Richtung. Nach rechts. Nach hinten. Nach rechts. Nach hinten. Nach rechts. Geradeaus. Nach rechts. Geradeaus. Geradeaus. Nach links. Nach links. Geradeaus. Nach links.
Geradeaus. Nach rechts. Geradeaus. Ha! Nach links. Nach links. Geradeaus. Nach links. Geradeaus. Nach rechts. Geradeaus. Moment, ich öffne schnell die Tür. Ah, da oben seid ihr ja. Seht ihr diese Halterungen? Gewiss kann man die Kristalle, die wir gefunden haben, dort hineinstecken. Er passt perfekt. Nun brauche ich... Ich euren Kristall. Werft ihn zu mir herunter. Sehr gut. Wollen wir doch mal sehen. Respekt!
den Rest. Für Nehrim. Du bist so schwach. Dort unten ist das Schwert. Weiter, weiter! Wir haben es geschafft. Nun, Narazul Arantial, sammelst du die Bruchstücke deiner Vergangenheit zusammen? Arkt! Ich hatte eigentlich gehofft, dich nicht mehr sehen zu müssen. Ich wollte mich nur mal wieder in Erinnerung rufen, da das Gespräch zwischen der Kleinen daneben dir und mir in Advent letztlich so abrupt enden musste. Und natürlich bin ich neugierig, ob du erfüllst, was du begonnen hattest. Denn dass die Aristokratie der Lichtgeborenen endet, liegt ja auch in meinem Interesse. Fein. Dann bewege deinen hochehrwürdigen Hintern woanders hin und lass mich das Schwert nehmen. Gerne. Schließlich kann ich meinen Hintern frei bewegen. Mit deinem jedoch könnte das Schicksal noch allerlei vorhaben. Elender Schwätzer. Endlich. Jetzt sind wir wieder eins. Celara, mein Herz. Jetzt kann die Freiheit ihren Siegeszug durch dieses Land beginnen. Das Bergkloster. Ja, ich erinnere mich daran. Mersul hat es mir einst gezeigt. Dort, wenn dies vollbracht ist, sind alle Hindernisse aus dem Weg geräumt. Da sind die Soldaten des Kanzlers. Da sind die Soldaten des Kanzlers. Das ist auch das Problem.
Mit den restlichen werden wir auch so fertig.